Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 19 My Journey Folge 5. Wir haben gegen Juventus Turin verloren, sind trotzdem. Tja, und bei Anders Abgang ist ja ein bisschen was schief gegangen. Wir erinnern uns, die freuen sich bestimmt auf diese Begegnung gegen ihn. Ich glaube, das geht auch den Fans nicht anders. Das ist ja immer die Frage, wie gehst du da mit so einem Spieler um? Da haben wir die Startformation von Atletico Madrid. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Antoine Griezmann, jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Jetzt wird's gefährlich. Griezmann. De Gea ist da. Starke Aktion. Eckstoß für Atletico Madrid. Gucke mit der Ecke. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Saul. Luis jetzt am Ball. Saul. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Matic. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Rodrigo. Macht er ihn. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Jetzt ist Platz für den Konter. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Saul und Griezmann. Und jetzt mal Atletico Madrid mit dem Ball. Der Angriff könnte was werden. Da geht die Fahne hoch. Also, ach, das würde ich mir gerne eine Wiederholung noch mal anschauen. Young. Philipp Bernhard. Williams am Ball. Alexis Sanchez jetzt. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Gelson. Der ist zweit. Es herrscht immer eine ganz besondere Atmosphäre in diesem Finale. Ja klar, wir waren ja heute schon einige Stunden vor der Partie hier im Stadion. Und das ist schon klasse, was die Fans hier veranstalten. Schon lange vor dem Spiel ein einziges Fußballfest. Herrliche Szenen draußen vor dem Stadion. Und das setzt sich natürlich auch hier im Spiel fort. Wir sehen das ja, eine wunderbare Kulisse, ein perfekter Rahmen. Gucke am Ball. Jetzt haben sie den Ball verloren. Steigespiel. Stark, das war's mit der Chance. Manchester United noch immer ohne Tor in dieser ersten Hälfte. Rodrigo. Griezmann. Atletico hat jetzt vielleicht Platz auf dem Flügel. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Alex Hunter. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Schöne Aktion. Gute Aktion. Ja, vielversprechende Aktion. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Young, gut abgeblockt. Nur gucke. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Rodrigo. Klasse Zuspiel. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Könnte die Führung werden. Kein Tor. Das ist ärgerlich. Müssen sie nutzen, dann werden sie hier vorne. So bleibt es auf jeden Fall spannend. Er ist frei, da kann was draus werden. Und das ist das Tor in diesem Endspiel. Das erste für Atletico Madrid. Alles richtig gemacht. Super Aktion. Jetzt liegt der Vorteil bei Atletico. Jetzt Alexis Sanchez. Gelson. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Hunter. Toller Pass. Alter. Antoine Griezmann. Da kommt er dran. Gute Aktion. Er legt ihn drüber. Ecke hier. Das kann natürlich gefährlich werden. Gucke mit der Ecke. Godin. Nee, der geht nicht rein. Klasse Chance. Das stimmt. Was? Null Schuss aus Tor.
gehen wir Hals über Kopf in die Zweikämpfe, drängen deinen Konrad ab und versuchen den Ball abzunehmen. Immer nur negativ. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. In diesem Finale. Schauen wir mal, wer jetzt den besseren Start erwischt. Pogba jetzt. Juan Mata. Und Matic. Jetzt hier. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Er kann abwehren. Hallo. Der Ball weiter im Spiel. Der Ball weit. Mata. Ja. Ist das wichtig. Und man merkt, jetzt sind auch die Fans wieder da. Ups. Da war der Torhüter noch dran. Aber da ist so viel Power hinter diesem Ball. Er hat letztlich keine Chance. Doof, dass der 1-1 wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Jimenez und Griezmann. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Juan Mata. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Felipe Luis jetzt. Saúl. Nur gucke. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Hereingabe. Das hätte gefährlich werden können. Wenn's jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Williams. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und da ist der Ball wieder weg. Den Ball spielt er raus. Das hohe Zuspiel hier für Williams. Nicht drin. Was? Nee, mach ihn doch rein. Riesenchance, mach aber ihn da müssen sie rein. Vielleicht noch mehr rausmachen. Mann, Danny Williams. Gelson. Thomas. Gelson. Griezmann. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Jetzt könnte es gefährlich werden. Flanke jetzt. Das sieht hier richtig gut aus jetzt. Ballverlust. Einwurf, der Ball war draußen. Oh, Unmut bei den Fans, kein Elfmeter. Enge Entscheidung. Das ist ein Pass. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Luis jetzt am Ball. Und geklärt von Toro Gayo. Thomas. Gelson. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Gucke. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Er überzeugt heute als Passgeber. Gucke jetzt. Alex Hunter. Jetzt die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Jetzt Williams. Pogba. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Nee, da waren sie einfach zu langsam. War eigentlich eine gute Konterchance, aber jetzt ist die Abwehr wieder zur Stelle. Was? Und das ist, doch kein Foul. Antoine Griezmann könnte hier durchaus den direkten Abschluss suchen. Er hat genug Power. Nein. Das kann der Dr. Rashford rein, das wird helfen. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt's natürlich drauf an. Da kommt der Pass. Hallo? Das hätte sein zweiter Treffer sein können, aber der... Nicht gut vom Torwart. Doch. 6 Minuten sind noch zu gehen. Alexis könnte gehen. Alexis sieht sich jetzt gleich 2 Bewachern gegenüber. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Mann, da. Pogba fängt diesen Pass ab. Hier könnte es jetzt nochmal gefährlich werden. Chance zur Führung. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Das war knapp. Ach, Gott.
Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Rashford. Flanke für Alexis. Da wird er ab. Jetzt vielleicht. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Gibt Einwurf für Manchester United. Noch gibt es keinen Sieger. Wir kriegen gegen Pfosten. Was gibt es noch? Verlängerung. Jetzt gibt's hier die Zugabe. Die Verlängerung hat begonnen. Ja. Und gucke. Thomas. Diego Costa. Caio hier mit dem guten Einsatz. Ball im Aus wird Ecke für Atletico Madrid geben. Gucke mit der Ecke. Jetzt die Flanke. Ja, Flanke kommt kurz. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Den Ball kann er klären. Nein, super nein, dazwischen nein, gegangen. Ah. Der ist nun halt so schnell. Ja. Thomas. Hunter. Kurze Hereingabe. Klasse abgefangen, die Flanke. Da musste der Torwart aber auch hin. Vitolo. Diego Costa. Und das Tor. Ganz scheiße. Stark gemacht. Geht in scheiße, den Winkel. Scheiße. Ein tolles ist Ding. Und den Ball scheiße. Wollte er genau das so haben. Bei dem Schuss hat alles gepasst. Jetzt muss mehr kommen von Manchester United. Die Red Devils liegen hinten. Abgefangen, gut gemacht. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Das war der erste Scheiße. Durchgang. Was passiert hier noch? Die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. Bernard. Nun an der Herrera. Philipp Bernard am Ball. Nein. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Thomas. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Diego Costa. Haben wir natürlich schon besser gesehen, keine Frage. Gaio. 8 Minuten noch. Pogba mit dem super Zuspiel. Da riskiert der Kopf und Kragen. Hallo, mit dieser Grätsche, aber es ist ja gut gegangen. Und das ist der Ballverlust. Nur noch 5 Minuten sind hier zu spielen in der Verlängerung. Diego Costa. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Und das ist Freistoß für Atletico Madrid. So, er wird den Ball reinbringen. Und was kann daraus entstehen? Freistoß kommt in den 16er. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und Diego Costa. Er zieht ab. Ein Tor jetzt nach der Ecke, dann ist das Ding durch. Ecke kommt von Koke. Diego Costa. Und Atletico trifft. 3-1. Ja gut, dann gewinnen wir das Kanal. 3-1 heißt es also jetzt. Und jetzt mal Manchester United. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Schluss, aus, das war's in diesem Endspiel beim Vorbereitungsturnier in Japan. Der Sieger ist am Ende Atletico Madrid. Der Sieger heißt dann Hunter hat das bessere Ende gefunden. So, das ist ein Moment fürs Poesiealbum.
Scheiße. Shit. Hey. I never received your apology, Alex. I think you're due on tour. That shouldn't surprise me. You think I wanted to leave like that? You should have told us the truth. I should have known not to trust you. You what? Come on, we're all friends here. Nah, he's no mate of mine. See you out there on the pitch next game, Tor. I'm looking forward to it. Is it just me or the two of you not getting on? Cool. Für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.